In der letzten Episode. Aha. Der Wolf hat sich das Kaninchen geschnappt. Und so geht's weiter. Guten Hunger. Wir haben Hunger, wir sind wach, wir haben zum ersten Mal selbst geschlafen in The Long Dark Wintermute. Wir befinden uns inzwischen in der Folge Nummer 6. Wir haben einen verlassenen Container gefunden. In der Nacht, ja, in der sehr, sehr dunklen Nacht. Ich gucke jetzt, wo es jetzt auch etwas heller ist, nochmal jeden einzelnen Winkel durch, um jetzt auch wirklich nichts auszulassen, um nichts zu verpassen, weil versorgungstechnisch geht es uns aktuell nicht so wahnsinnig prickelnd. Wir haben zwar Essen und Trinken genug, das ist gar kein Problem. Dementsprechend gönne ich mir auch gerade mal einen Schluck. Wir sind auch entsprechend schwer. Wir haben aber keine Werkzeuge. Nichts. Wir haben nur diesen Metallschrottsplitter, den wir ganz, ganz, ganz vom Anfang haben. Wir haben zwei Steine. Toll. Okay, da haben wir schon mal wieder ein halbes Kilo gespart. Ja, wir haben unendlich viel Treibstoff. Das bringt uns leider nichts. Wir haben auch viel Stoff. Jetzt ist natürlich die Frage, im Journal steht, folge der Straße, wo führt sie hin? Und hat Astrid vielleicht auch diesen Weg genommen? Das ist dasselbe nochmal und den Bereich der Absturzstelle. Ich weiß auch gar nicht, warum das jetzt mehrmals auftritt. Wahrscheinlich der Dringlichkeit halber. Auf jeden Fall. Wir haben ja die Nacht durchlebt und jetzt haben wir Tag. Und wir gucken mal ganz kurz, was macht unsere Kleidung? Und ja gut, die schlechteste Kleidung ist auch im schlechtesten Zustand. Die würde eigentlich noch was bringen, noch ein bisschen aufzumöbeln. Die eigentlich auch ganz gut. Wenn wir Leder hätten, ich nehme mal an, dass wir Leder, ja, getrocknetes Leder, genau. Ich könnte natürlich jetzt die auseinandernehmen, mache ich aber nicht. Das sind nur Baumwollsocken, die sind schon auf 80% die Wollsocken. Deswegen würde ich jetzt mal versuchen, mit zwei Stoff allerdings, aber einer 95%igen Reparaturchance, das auf 33, warum 33%? Das ist ja eine komische Zahl. Also auf 94% zu heben. Ja, super, das hat geklappt. Die letzten 6% schenke ich mir. Wir sind jetzt 1,9, 1,9. Das haben wir also nochmal ordentlich angehoben. Und dann gucken wir mal, was ist denn mit dieser Hose? Ja, ich mache das trotzdem. Einfach, wir haben nicht viel Gutes und das ist jetzt eigentlich unsere beste Hose. Und ja. So, jetzt sind wir da. 100%, die ist jetzt wie neu. 1,5, 0,5. Das ist nämlich auch unsere äußere Schicht. Die hätte ich auch gerne tiptop in Ordnung. Das ist Wills Mütze. 0,9, 0,5. Ist okay, die ist jetzt nicht so wahnsinnig. Die ist natürlich, naja, läppischer. Die könnte man halt auf 1 Grad heben. Das mache ich auch mal. Ach Gott, da braucht man echt viel Stoff. Ich mache aber nur einmal. So, das ist okay. Jetzt mal auf 70%. Dann haben wir schon 0,7 Grad. Das ist die Hose, die wir hatten, als wir abgestürzt sind. Die könnte man auch nochmal reparieren. Super. So, da sind wir jetzt gar nicht so schlecht dabei. Wills Pullover. Ah, der hat natürlich eine gute Windabweisung. Ach ja, ich... 38,5. Also ganz präzise. Ja, das klappt ja hier also wie das fleißige Schneiderlein. Ja, die mache ich jetzt nicht, also ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass das uns so wahnsinnig viel bringt. Moment, hier ist der Status. 9 Grad Wärmebonus, 4 Grad Winddichte. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Wenn er die Jacke zumacht, wird es gleich noch besser. Ja, 11% Schutz gegen Tiere. Das kennen wir aus der Sandbox besser. Aber da haben wir auch einfach andere. Ach, gucke mal. Das habt ihr wahrscheinlich schon die ganze Zeit gesehen. Ach gut, na gut. Antiseptikum ist nicht... Hätte ich jetzt nicht dringend gebraucht. Allein, weil wir schon eins hatten. Und weil wir auch Bartflechten haben. Aber... Wer weiß, was noch kommt. In the long dark. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, ich muss jetzt auch einfach... Ach, guck mal. Da ist noch Toilettenhäuschen. Und ja, das Wetter. Das Wetter ist kein Deut besser. Wir können noch immer kein...
Feuerzeug nehmen. Also hier, das scheint ein bisschen wolfsfreier zu sein. Das ist auch nicht die Straße. Also das, jetzt ist natürlich... Steine her. Jetzt ist natürlich die Frage, hallo? Gehen wir jetzt den Weg weiter? Oder die Straße? Okay, die können wir nicht auseinandernehmen. Ich denke, aufs Klo können wir auch nicht. Immer noch nicht. Ja, das konnte man in der Sandbox schon nicht. Und jetzt, wo es hell ist, ich habe tatsächlich in der letzten Folge weniger gesehen, als ihr dann in YouTube gesehen habt, falls ihr die Folge geguckt habt. Ich habe die ja noch dann in der Videobearbeitung noch Gamma ein bisschen angehoben. Stöcke brauchen wir wieder. Damit ihr zumindest was seht. Und ja, auf dem einen Pickup, der da hinten irgendwo auf der Brücke war. Ich hoffe, das ist nicht die Brücke, die wir da vorne sehen. Das wäre eigentlich unlogisch. Da war irgendwas hinten drauf. Und ja, da vorne ist auch eine Höhle. Und Höhlen heißen ja eigentlich auch immer Bären. Ich höre aber nichts. Also ich nehme... Ich nehme an... Was? Moment, komm, geh mal da hoch. Habt ihr das Schnaufen auch gehört? Oder war das unser guter Will McKenzie, der geschnauft hat? Also... Was ist das? Ich lausche ein bisschen gerade, deswegen bin ich etwas ruhiger. Ob das jetzt der Bär war? Also, ich sage ja nicht, dass hier ein Bär ist, aber Höhle, Bär, weißt du Bescheid. Ich versuche mal von oben hereinzuspähen, aber da sehe ich auch nichts. Okay, ja, wir machen das jetzt mal geschwind. Wir gehen die Straße zurück. Ich weiß, es ist Backtracking und ist wahrscheinlich auch völlig unnötig. Aber ich wüsste schon ganz gerne, was da hinten auf dem Pickup war. Ach, guck mal. Da geht's auch noch weiter. Ach, verdammt. Ich will jetzt aber erstmal zu dem Pickup. Und ich glaube, den vordersten Pickup haben wir auch nicht durchsucht. Unser Freund, die Fackel, hat uns gute Dienste geleistet bei zwei Wölfen. Und wir haben uns ja noch eine gebastelt. Das heißt, er kann sie mal ein bisschen schneller laufen. Junge. Wir haben uns noch eine gebastelt. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch eine in Reserve. Da liegt auch noch der Hase. Den werden wir jetzt auch mitnehmen. Wenn wir jetzt gleich... Warte mal, ich lasse den nochmal auf der Straße liegen. Wo ist er denn? Unter Futter? Ja, ablegen. Nein, falsch. Die Richtung, sorry. Genau, da war das einzelne Auto. Wir laufen jetzt halt ein bisschen Gegenwind, deswegen dauert das natürlich ein bisschen länger jetzt. Ein bisschen langsamer ist er da, der Gute. Ich möchte jetzt eigentlich... Da ist noch eine Höhle. Okay. Neugierde ist leider größer als, da könnte man auch noch einen Abzweig machen, dann verpasst man leider dann den Hasen. Die Frage, die sich mir eh stellt, ist, ach, da hätte man auch noch Pilze und... Wow. Also ich habe so das bisschen das Gefühl... Jump. Dass man hier schon... Ach, verdammt, ich leg sie weg. Ich habe sie ja schnell mit 1 gezückt. Okay, Hagebutten. Das scheint jetzt erstmal unsere einzige Wärmequelle zu sein. Also wenn wir halt frieren, dann machen wir uns schnell einen Hagebutten-Tee. Wir haben so viele Hagebutten. Und ich habe auch nicht aktuell nicht das Gefühl, dass wir da noch in Bedrängnis kommen werden würden, weil echt viel da ist. So, das Auto haben wir ja durchsucht.
Der ist immer noch. Ich gucke nochmal durch die Scheiben, weil jetzt ist natürlich Tag. Und im Tag siehst du halt dann doch ein bisschen mehr. Aber. Ja, genau. Die sind offen. Ja, ich weiß, es ist kalt, mein Guter. Wir müssen aber zurück. Wir müssen. Echt, war das so ein Stück krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, das ist ja wirklich doch eine ganze, ganze Ecke. Okay, komm hoch. Komm. Ja, sehr schön. Da ist noch eine Bartflechte. Also wir wären hier noch der, ja, wir sind auch überladen. Das Problem ist einfach, wir haben sehr viel Wasser dabei. Wir haben sehr viel Benzin dabei. Wir haben natürlich auch zwei Paar Schuhe dabei. Ist eigentlich irgendwo unsinnig. Und die Frage, die sich mir halt stellt, ist, ich bin noch am Grübeln. Machen wir die Stadtschuhe sozusagen, die wir jetzt anhaben, kaputt, nehmen wir die auseinander. Ich guck mal ganz kurz, wie viel Leder wir dafür kriegen. Eins, zwei. Wir kriegen zwei Leder dafür. Das heißt, wir könnten tatsächlich die Reparaturaktion an unseren eigentlich besseren, also für die Verhältnisse besser geeigneten Schuhen reparieren. Und dadurch noch ein höheres Level an Schutz zu bekommen. Okay, der Brückenwolf scheint sich bei Tag verzogen zu haben. Hoffe ich. Das waren seine letzten Worte oder so ähnlich. Ja, scheint so zu sein. So, den Truck haben wir, soweit ich weiß, noch nicht durchsucht. Doch, den haben wir durchsucht. Richtig? Ich erinnere mich gerade. Ins Dunkel. Ne, haben wir nicht durchsucht. Wir sind geflohen, stimmt. Weil der Wolf ja da war. Okay, sieht auch etwas matschiger im Tag aus. Naja, gut. Okay. Und dieser Pickup, der hat irgendwas auf der Ladefläche. Wo ist es? Da. Ach, es ist nur ein Stück Holz. Uiuiuiuiui, das hat sich ja gelohnt. Okay, also. Ich gehe jetzt zurück. Ich sage das deswegen, weil ich werde das natürlich jetzt ein bisschen vorspulen, weil das gebe ich euch jetzt nicht unbedingt. Wenn jetzt nichts was dazwischen passiert, sehen wir uns dann beim Hasen wieder. Can't feel my feet. Er kann seine Füße nicht spüren. Aber wir haben ein Kaninchen. Na komm, nimm. Gut. So, das haben wir geschafft. Das habe ich jetzt einfach im Schnelldurchlauf für euch gemacht, weil ganz ehrlich, das war jetzt nicht so spannend, als dass ich euch da jetzt mit langweiligen Hin- und Hergelaufen, es reicht ja schon, dass wir zurückgelaufen sind, nerven. Wir werden jetzt Folgendes machen. Rohrkolben einsammeln. Haben wir doch mehr? Ja, da. Hier gibt es noch eine ganze Menge. Ich lasse das mal, weil wir sind jetzt auch schon schwer genug. Ich werde mal ganz kurz was trinken, damit wir zumindest auf der Seite ein bisschen leichter werden. Und ich gehe ein Stück zurück, weil ich würde gern da um diese Felsen, die ihr da seht, sozusagen auf der anderen Straßenseite, um die würde ich gern mal herumlaufen und zu gucken, was dort ist. Ja, ich weiß, dass die Story sagt, gehe den Weg weiter. Der Entdeckerdrang, den man leider so drin hat, wenn man nun mal The Long Dark, ich sag mal, geschädigt ist, sagt aber anderes. Damn. I'm freezing. Ja, jetzt haben wir sozusagen unser Wärmedepot komplett aufgebraucht. Hat jetzt aber schon eine ganze Weile gereicht, muss ich sagen. Also, wir haben jetzt auch schon fast wieder, gut, wir sind auch erst mittags losgezogen, aber wir haben fast schon wieder Abend. Und, ja, okay, hier gibt es einen Unterstand. Unterstand ist gut, ist eigentlich nur ein überhängender Felsen. Das ist ja eigentlich tatsächlich nicht wirklich clever, unter überhängenden Felsen ein Feuer zu machen. 32 Stöcke, das reicht erstmal. Allein aus dem Grund, weil
Die sind gefroren. Also sie haben, also gerade jetzt sowieso, aber in den allermeisten Fällen haben die halt, wenn es jetzt nicht gerade Hochsommer ist, gefrorenes Eis, was eigentlich so den Felsen auch ein bisschen zusammenhält. Gerade an der, ich sag mal, an der Oberfläche. Und, interessant. Hochgebirge oder was? Warum geht's hier hoch? Warum geht's hier hoch? Ich bin halt zu neugierig. Es tut mir dann auch leid. Ja. Ich bin ja selber so ein Hochgebirgsfan und ich will einfach wissen, was auf der anderen Seite ist. Ja. Kommen wir da hoch oder ist das eine... Ich habe das Gefühl, ich stoße hier gerade an eine unsichtbare Mauer. Ja. Also sieht man auch schön an den Schritten. Hier ist halt nur eine unsichtbare Mauer. Ah, toll. Ja, okay. Heute ist die Folge mit den Umwegen. Also Höhlen gibt es ja echt viele. Das, auf der einen Seite freut mich das. Auf der anderen finde ich das etwas beunruhigend. Ach du Schande. Ja, hier liegt jede Menge Kohle. Und rate mal, was ich da mache. Dann lege ich die einfach mal dazu, weil ganz ehrlich, Höhle. Okay, ich sollte das für... Ich meine, wir haben ja so eine Art Schrieb. Wie nenne ich das denn? Das ist Holzfäller. Container. Höhle den Hang hoch gleich Kohle. Wir machen das mal so. Ich hoffe, ich weiß dann in ein paar Folgen noch, was damit gemeint ist und wo das exakt ist. Aber hier scheint es jetzt nicht so wirklich viel zu geben. Das ist einfach nur so ein Umweg, den man gehen könnte. Man könnte auch da schön den Baum rauflatschen. Und ich gehe nochmal ganz kurz auf den Hügel da vorne. Und ich würde sagen, also im Journal steht ja, Folge der Straße. Und die Frage ist halt, sollen wir dann wirklich der asphaltierten Straße folgen? Oder reicht es? Okay, da vorne ist jetzt tatsächlich auch ein Wolf. Mhm. Okay, er geht aber in die andere Richtung. Vielleicht sollten wir gerade die Gunst der Stunde nutzen. Ist dann sozusagen am rechten Hang entlang. Wir haben halt den Hasen dabei. Oder? Haben wir den abgelegt wieder? Ne, das machen wir dabei. Weil keine Stinklinie. Ah, doch. Ach, der blendet die inzwischen aus. Ah. Die haben das ja mit dem letzten großen Update vor dem Live. Also vor der finalen Version sozusagen. Haben sie das ja eingeführt, diese Stinklinien. Und die waren dann immer da. Das war natürlich immerhin ein guter Hinweis. So, Achtung, Junge, pass auf. So ist es halt, man vergisst das dann, wenn man nicht ständig dran denkt. Ach ja, Hasen. Hasenpelz. Oder kompletter... Naja, ich meine, was haben wir jetzt eigentlich noch da? Wir haben das Fleisch herausgelöst. Im Prinzip haben wir ja nur noch Haut und Gedärme. Das ist ja nicht mehr wirklich viel. Okay, das legen wir hier dann in den Container. Ja, wir verteilen mal wieder fröhlich heute in der Landschaft. So. Genau. Also das heißt zerlegen.
da wird es uns jetzt in 55 Minuten auch ganz gut warm. Ist jetzt auch komplett gefroren, natürlich. So. Ja, damit ist das Hasi erledigt. Und das legen wir auch gleich ab. Dann sind wir die Stinkigkeit gleich los. Und ich würde auch sagen, wir bleiben hier. Allein aus dem Grund, ich möchte nicht noch eine Nachtfolge haben, wenn sich's irgendwie vermeiden lässt. Wir haben ja auch keinen Timer oder sowas, wo wir sagen müssen, oh Gott, wir müssen jetzt aber hinmachen. Und von daher würde ich jetzt einfach die Zeit nutzen, um ja, vorzubereiten, sozusagen zu agieren. Ich will gerade mal schauen, wir brauchen ja 3 Bartflechten. 3 Bartflechten wiegen 30 Gramm. Und der Verband wiegt 100 Gramm. Boah, das wird natürlich schon schwer. Dann könnte man eigentlich auch... Ja, okay, das sieht man jetzt natürlich sehr schlecht. Aber ich werde das ablegen. Ich werde auch... Legt er die tatsächlich einzeln ab? Du willst mich doch verarschen. Da ist das Antiseptikum. Ja, das haben wir gerade weg. wir haben auch nur einen Verband. Gut, wir haben den Bartflechtenverband. Das reicht auch erstmal. Wir haben natürlich auch jede Menge Holz. Wir haben auch viel zu viele Rohrkolben. Die können wir ja nicht essen. Das ist ja nur der, genau, der Blütenstand. Das ist als Zunder taugt das halt. Hier ist doch das... Ja, sorry, dass es jetzt ein bisschen dunkel ist. Ihr wisst das ja mit der Fackel. Das ist alles ein bisschen suboptimal. Ich werde jetzt mal alle 11 Rohrkolben da reinlegen. Auch wenn das wenig Sinn macht. Aber so kann man sie halt, falls man die jemals wieder brauchen sollte, relativ schnell wieder aufnehmen, ohne halt 12.000 Mal zu klicken. Und wir sind ein bisschen leichter geworden. 30,05. Wir werden jetzt sowieso auch essen. Aber ich werde erst nochmal vorbereiten. Und zwar... Wie ist denn das eigentlich? Ich will mal gerade, ich muss erstmal noch den Check machen. 50 Gramm wiegen die zerlegten. Und 50 Gramm. Okay, wir gewinnen also dafür, gewinnen und verlieren nichts. Dann können wir das bedenkenlos machen. Und, naja, das war's schon. Wir brauchen ja mal, wir brauchen 2. Okay, also brauchen wir doch, waren das nicht mal 3 Pilze, die man für einen Tee brauchte? Hm, habe ich irgendwie wahrscheinlich falsch in Erinnerung. Genau, und einmal Hagebutte. Das sind, ja, 240 Gramm. 240 Gramm Hagebutten für einen Tee? Ernsthaft? Nee, das kann eigentlich nicht sein. Moment. Leider sieht man nirgendwo, wie viel man dafür bekommt. Aber wir... 50 Gramm, okay. Also das heißt, ach, der rechnet das dann um... Wir haben jetzt einmal... Ach, okay, das kann man dann da das Gewicht immerhin verringern. Das ist okay. Gut, wir haben den Tee, den werden wir natürlich jetzt nicht trinken. Uns wird es ja auch schon warm, weil wir uns innen drin aufhalten. Wir werden einmal Schnitzel. Und ja, gut, wir gönnen uns gleich mal die Orangenlimo. Und natürlich Wasser. Und damit sage ich dann auch vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen coolen Tag und ich freue mich schon aufs nächste Mal mit euch. Macht's gut. Ciao.